Weil wir die Aufnahmesession nicht jetzt erst einfach so tun, als wäre das davor nicht passiert. Nein, das werden wir nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sackgesellschaft 2 gegen 2. Einfach ich sehe mal wieder, ich bin wieder grandios beleuchtet. Ich bin ja komplett rot im Gesicht. Naja, macht nix. Das ist die Scham. Ja, entweder die oder Vitamin C. Ja, heute war die Sonne gar nicht so gut draußen. Also von daher kann eigentlich nicht so viel passiert sein. Aber drinnen war die Sakura. Drinnen war die super. Ja, in Sonnenstudios auf jeden Fall. Men. Sonst sag ich mal, yay! Ey, ich hab keinen Bock. Ich auch nicht, aber wir machen das trotzdem. Ich hab mir gesagt, jetzt wird alles viel besser. Wo ist denn die Ramp überhaupt? Da. Ja, vorne wahrscheinlich. BBF einsatzbereit. Ich versuche nicht mehr so oft abzuheben. Das ist mein Vorsatz für dieses Spiel. Ja, ja, das ist das immer mit den Bayern. Immer heben die ab. Und vergessen so 30-jährigen Mauerfall und so. Kommt ganz überraschend plötzlich. Von unserem Heimatminister. Ach, Mauerfall, Schmauerfall, sag ich immer. Also ein Heimatminister soll echt. Sag mal, irgendwas ruckelt hier. Ist das bei mir oder ist das bei dir auch? Also, das bei mir ruckelt nichts. Ist da zwischendurch mal so. Ich habe 122 FPS und einen Ping von 67, was ziemlich schlecht ist, muss ich mal sagen. Aber nicht so schlimm. Jetzt zwischendurch ist immer mal, ich weiß nicht, wer das ist. Ist so ein ach, ja. Jetzt habe ich erst verstanden, welche Map das ist. Aber ich habe zur richtigen Ramp gewollt, das ist ja schon mal wichtig. Übrigens, deine Allies Base ist under attack. Ja, genau so redet in Control. Schweißen, was ist da los, ey? Ich glaube, wir müssen den Render gleich nochmal neu starten. Danke, Ubisoft. Ich hab ja das Gas vergessen. Danke, Ubisoft. Gebacher in Marie. Zuschauer, wisst du überhaupt nicht, warum du über Ubisoft herziehst? Das musst du schon erklären. Aber ihr seht das möglicherweise irgendwann nochmal auf diesem Kanal. Was soll das mit diesem Geruckel, ey? Hallo. Was denn? Ist doch wahr. Ich kann doch nicht ständig hier schneiden. Sowas darf man nur sagen, wenn ein Zerg angreift. Sonst werden meine Folgen wieder demonetarisiert. Ich habe jetzt seit langem mal wieder zwei Demonetarisierungen gekriegt, die dann wieder fallen gelassen wurden, ohne überprüft zu werden. Aber trotzdem. Alter Schwede, gib mir das auf den Knispel. Knispel ist auch so ein Wort. Habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Hast du Pleisch mit Pleisch? Da ist eine Probe, der wollte bestimmt was kennen. Kennen ist auch schön, ne? Halte ihn auf, ich werde nicht helfen. Hat er hier gekennen? Ja, moin. Nee. Alter, was ist da los? Ich mach meinen Warum Köstin. Hast du eigentlich keinen Reaper gebaut? Weil ich Gas vergessen habe. Ah, ja, passiert. Und Ubisoft schuld. Und bevor jetzt steht das Spiel bei mir übrigens. Ich habe auch gerade nochmal minimiert und maximiert. Vielleicht Achso. Ist er ja jetzt Hast du nicht besser. Fenstermodus Vollbild? Ja doch, eigentlich schon. Dann sollte es, wenn du raustappst, eigentlich nicht laggen. Oder Bild stehen, naja. Doch, ich hab nicht Fenstermodus Vollbild, weil ich habe ja das Problem, dass wenn ich das habe, dann kann ich mein Bild nicht mehr drehen. Nein. Oh. Doch. Du kannst dein Bild nicht mehr drehen? Warum willst du dein Bild drehen? Spiel ja, ich Handy mein, oder was? Ich mein scrollen. Yay! Yeah. Ich muss produzieren. Drehen, scrollen, ist alles das gleiche. Ein Nachmittag bei Frau Wollny, da würde das bestimmt auch so gesagt werden. So! Ja, moin! Geh mal nach Hause mit deinem Marini. Also. Der hat Adepti. Okay, dann geh ich mal nach Hause. Und ein Reapy hat er auch, aber ich habe zwei Workhats gekillt. Warum mache ich eigentlich hier nicht einfach mal diesen dort? Nein, hier sollst du das bauen. Wahrscheinlich hat Zeug genau das gleiche gerade gemeint. Nee, das spiel ich schlecht. So weit ist er noch nicht, da unten mit seiner Echse. Aber dieses hier können wir mal tun. Das spiel so schlecht. Ist aber auch wieder Terraner. Ja, das stimmt, da muss man schlecht spielen. Terraner ist auch echt eine Scheißrasse. Ja, der absolut so korrekt. Also, der freiwillig Terraner spielt. Da sind 80 Reaper. Hilfe! Warum müssen die denn heute alle Mars Reaper spielen? Ich eile, also ich gehe langsam. Help! Bin gleich da, ich habe noch keinen Stim. Ja, logisch hast du noch keinen Stim. Würde mich auch ein bisschen überraschen. So. So, meine Einheiten sind leider jetzt tot. Ja, moin! Ich bin jetzt auch da. So.
Beispiel echt zu schlecht. So, er wird jetzt wahrscheinlich zu dir rüberrennen, ne? Hab da genug da gleich. Ja, hab ich garantiert. Ich geh mal zurück. Boah, ist das schlecht. Das ist ja schlecht. Da kommen sie von vorne, kommen. Achtung, Attack Move doch, Zarok! Was soll das? Hast du einen? Ja, da sind jetzt meine Aliens vielleicht nicht das allerbeste gegen. Jetzt kommt die Reaper. Zu. Sind die Reaper bei dir? Das ist gut, dann wissen wir immerhin, dass sie nicht in meine Base rein. Ja, aber der Tank kommt ein bisschen später. Ja. Oh, da kommen noch mehr Reaper. Depot hoch, Depot hoch, Depot hoch, Depot hoch. Oh. Als ja, jetzt hast du mich ausgesperrt. Vielen Dank. Ja, gut, ich würde sagen, dieses Spiel ist wieder mal gelaufen. Ach komm, ich hasse dich. Scheinbar spielen wir nicht irgendwas anderes. Keine Ahnung, Schach oder sowas. Tja. Aber diese Folge war so kurz, dass ihr da, oder dieses, diese Partie war so kurz, dass ich was, ist heute, was ist denn heute los? Heute, vorm Feiertag. Leute, morgen ist Feiertag! Auch, ist morgen, ups, ist morgen auch in anderen Ländern Feiertag? Oder ist das so ein deutsches nicht. Ding? Also Tag der Arbeit gibt's auch woanders. Wir nehmen das vor dem Tag der Arbeit auf, Leute. Was mich immer schon gestört hat, dass am Tag der Arbeit keine Arbeit ist. Ich fand das gut. Arbeit. Länder. Nicht London. 1. Mai. Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. Jawohl! So, ich bin Terraner. Also in der Schweiz ist es ein kantonaler Feiertag. Warum bin ich eigentlich Terraner die ganze Zeit? Das ist die größte. Ich bin Prodos. Das ist die größte Krebsrasse, die es gut gibt. Good luck, have fun. Heute auch wieder mit Joachim. Bublatt. Er war schon lange nicht mehr da, der Bublatt. Ich bin Joachim Bublatt. Deshalb heißt so auch die Sendung. So. Aber das war ja eigentlich der Hohecker, der das so schön gemacht hat, ja? Ja, der macht jetzt, weil das Spiel steht. Ja, bei mir auch. Ich wollte das jetzt eigentlich kurz nochmal nachlesen. Man könnte auch mit der Haymarket Affair nachlesen, weil das scheint der Grund zu sein. Mit der was? Passt zu meinem, Not enough minerals. Control hier, wobei jetzt Control ist das aber nicht nur hier ein Single-Legging, jetzt leckt das bei dir auch, ne? Single-Legging? Ja, ich weiß nicht. Das neue Lied von Beyoncé, oder was? Weiß ich nicht. War das überhaupt Beyoncé mit Single-Ladies? Keine Ahnung. Das ist doch deine das Musik. Das war doch bestimmt nicht Beyoncé. Das war bestimmt irgendwer anders. Justin. Gut, ich weiß, was ich gleich wieder nachgoogeln kann. Aber erst muss ich dieses Spiel mal spielen. Irgendwas spielen wir überhaupt? Da ja, war ein Zufall. Ich bin schon wieder Terraner, ich bin jetzt schon nicht mehr. Ach, Mehr. Und wir haben noch nie mal angefangen. Jetzt ist der Pool angefangen. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Ihr merkt, wir haben die Aufnahme zwischen gerade erst begonnen, aber wir sind schon nervlich völlig am Ende. Ja, noch sind wir gut drauf. Noch. Bist du gut Truppe? Jojo, dat. Das hat jetzt wieder nur ein Zuschauer verstanden. Ja, Jomun. Oh nee, das soll er doch nicht tun hier. Piepshow hier. Bohren! Ja, er hat einfach weitergebaut, finde ich interessant. Da kommt ein Marine. Du schaffst das, Sonne, 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 Sonne. Nein! Ich dachte schon, du Hure. Also, hallo? Zarok will dafür sorgen, dass alle meine Folgen demnächst demonetarisiert sind. Jetzt entschuldige mich für seine unflätige Ausdrucksweise. Demotorisiert. Irgendwas. Demotorisiert oder nicht demotorisiert? Aber vermutlich ist nur ein Overlord. Aber irgendwas Rotes habe ich gerade auf der Minion aufblicken sehen. Ich fahre mal dorthin. Hier ist ein Overlord. Er bewegt sich streng genommen nach hinten. Minerals, now! Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Linge. Oh, keine Queen! Ja, ist jetzt ja gut in Control, muss ich immer das Gleiche sagen. Keine Queen! Wir müssen aufpassen. Ja, das ist bestimmt der Random-Spieler, der das erste Mal gefühlt in seinem Leben Zerg spielt und trotzdem. Oh, jetzt ist die Queen fertig! Drei Marines! Scheiße. ich spiel so schlecht, ey. Man merkt, es ist Feiertag morgen. Mhm. Oder dass du seit 16 Tagen nicht mehr StarCraft gespielt hast. Ja, das ist nicht gelogen, das habe ich vorher nachgeguckt. Ja, aber das ist ja gerechtfertigt. StarCraft ist einfach kein Spiel, das im 1 gegen 1 zieht. Das ist einfach ein. Nee, absolut nicht. Das ist voll das Teamspiel. Also, ich weiß auch nicht, wie Leute das 1 gegen 1 spielen können. Ja, verstehe ich auch. Ist ja sehr klar gebalanced auf 4 gegen 4 eigentlich. Das sind so Leute, die Monopoly mit sich selbst spielen. Was hast du denn gegen die Leute, die. Nein, ich habe Monopoly gegen mich selbst gespielt.
Mein Cousin hat das sehr gerne gemacht. Und der ständig, wenn wir uns gesehen haben, mussten wir immer Monopoly spielen. Das war voll langweilig. Ich wollte immer gar nicht Monopoly spielen. Ich habe gar keinen Romuten-Druck. Also ich finde Monopoly, grundsätzlich ist Monopoly eine nice Sache. Also Monopoly war immer ein Spiel, was wir aufgrund meines Cousins immer zu allen Familienfeiern gespielt haben. Alle Kinder, die da waren. Und wir haben immer angefangen und dann hatte irgendwer keine Lust mehr und dann haben wir alle aufgehört, ohne dass irgendein Hotel gebaut wurde. Also es lief meistens 40 Minuten und dann haben alle aufgehört, weil also es irgendwie Kuchen gab oder... Er war quasi so der Monopoly-Pro. Pro, ja. Wenn man das so nennen kann in dem Fachjargon. Hallo, warum shaden die dich? Shadet doch mal ihr... Hallo? Ah, ich weiß warum. 50 Shades. Nicht. Oh. Was denn? Babidi-Bubi. So, ich entschuldige mich nochmal für das Gespiele, weil ich hier meine, das ist einfach schlecht. Ist aber auch Terraner. Gespiele mit Bart. Ist aber auch Terraner. It came from the desert. Guck mal, ich hab die Hälfte der Dinger eingedingst. Ach so. It came from the desert full motion video edition. Nicht spoilern. Was da denn jetzt ein Spoiler? Ja, ich weiß jetzt schon, dass es sowas gibt. ich muss dir jetzt noch einmal spoilern, das ist echt das schlechteste Spiel, was ich seit langem gesehen habe. Sagt der Anno 1800 nicht starten kann. Ich kann das Spiel starten, ich kann das im Singleplayer spielen, aber Multiplayer, da ist ein Problem. Da brauchen, um den Multiplayer freizuschalten müssen, muss Ubisoft sämtliche Zugangsdaten zu dem Router. Hier sind übrigens 2 Medivacs, die bestimmt gleich auf uns zufliegen. Obacht, sage ich da nur. Ich bin schon wieder Supply-Block. Ihr geht mir auf den Sack. Ein Omen. Aber ich habe einen Tank. Ein Omen. Ich habe einen Tank. Finished learning. Die Himmel warten. Das ist doch schon mal etwas, oder? Ist das nichts? Absolut. Das ist doch was. Jetzt nochmal. Ein Tank. Jetzt habe ich erst verstanden, worum es ging. Ha, lange gedauert. Tank? Ich dachte, hä, was hat denn der mit dem Tank? Tank, Schmank, sage ich immer. Das war so mein Gedankengang. Hilfe! 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 Das sind die 2 Medivacs. Hilfe! Ja, ich bin gleich da. Hilfe! Zieh dich zu mir zurück! Nicht deine Medivacs alle verlieren. Ja, gut. Das war gut. Also das Teuerste war letztendlich deine Medivacs, die da aufgegangen. Ja, aber er hat beide Medivacs verloren, plus Armee, plus Ego. Ego hat er verloren, ja. Hugo Ego Balde. Die Ergo-Halbzeitanalyse verliert. Oh! Wobei das ist ja inzwischen die deutsche Vermögensband. Das ist, die Namen werden auch immer besser. Also ich weiß nicht, wer sich die einfallen lässt, aber... Aber du bist ja sogar jemand, der irgendwie alles guckt, habe ich neuerdings rausgefunden. Ja, ich gucke. Also selbst schon. Irgendwie Stuttgart gegen Bielefeld oder so. Was ist Bielefeld? Weiß ich nicht. Irgendwer hat Stuttgart, glaube ich, gespielt. Also Stuttgart. Ja, und dann guckst du auch noch so einen Quatsch mit Rainer Kallmund dann immer zwischendurch. Ja. Das gehört dazu, das nennt man Fußball. Das gehört nicht dazu. Absolut. Man schaltet ein, wenn die Leute einlaufen, aber auch nur, wenn es ein Heimspiel ist. Sonst also, schaltet da sind man dann 2 Medivacs, er scheint auf biologische Einheiten zu sitzen. Das ist ja interessant. Wieder mein! Nice! Cool. Wir wissen jetzt also, dass er wieder meins hat. Aber Hauptsache mein Leben für Ajur. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Warum habe ich so wenig Ressourcen? Warum habe ich so wenig Produkt? Vielleicht, weil ich 47 Worker nur habe. Bau mal dieses hier und dann noch 1, 2, 3 Stück von denen hier und warum nicht? Und warum nicht? So, das brauchen wir nochmal. Habe ich jetzt das eigentlich erforscht? Jetzt ist die Zeit, das jetzt ist Dufte. Die Stunde. Lieder aus dem Religionsunterricht. Die sind total scheiße, aber man kriegt's ja nicht auf den Kopf. Ja, hat Winnie. Ja, du bist ja so komisch. Wir hatten ja nichts damals. Du bist ja im Osten. Nee, in der Diaspora. Genau, in Asbach. Uralt. Bin in der Diaspora groß geworden. Ich dachte, du bist in Ostfriesland groß geworden. Ja, eben. Als Katholik. Dann ist man in der Diaspora. Keine Ahnung.
Das ist das, wo ihr mal für spenden müsst. Das sind wir. Nee, das ist Solidaritätszuschlag, was du meinst. Nee, das ist was anderes. Müssen mich verarschen, der Tank kann nicht durch dieses Scheißding fahren. Doch, jetzt kann er's! Er hat es gelernt! Sag, du hast deine Barracks so gebaut, dass deine Ghost Academy im Weg steht. Ich gehe nicht darauf ein, dass du eine Ghost Academy gebaut hast, aber das wollte ich dir eben mitteilen. Warum gehst du da nicht drauf ein? Da habe ich extra drauf hingearbeitet. Ja, das war mir bewusst, deshalb wollte ich da nicht drauf eingehen. Da muss ich mal ein bisschen tun, ne? Ich baue mehr Tankle. Ach ja, gut. Du kannst auch mehrere Ghost Academies bauen, ne? Eine geht schon in die Hose. Du willst, dass ich mehrere baue? Ja, mit einer kannst du nur eine Nuke bauen. Als würde ich mit der Nuke jemals irgendwas treffen. Ja, aber eine Nuke ist doch schön. Wag mal. Nein, das sag ich jetzt nicht. Alles klar. We need more Artosis Pylons. Frag mal große Anführer der deutschen Geschichte. You must construct additional pylons. Oh, Bubba the Groupie. Mein Leben für Ayue. Ayue! Was blicke? Jetzt sind die neuen. Mit dem, mit dem In-Control Voice Pack. Reden die jetzt plötzlich hamburgerisch. Das kann ich nicht. Hör mal. Das wäre mir westfälisch, aber egal. Was ist da los hier? Kann das nicht bauen. Spiel auch echt, also dafür, dass ich meine Main Race habe, spiele ich echt scheiße. Muss man ich spiele immer scheiße. Das stimmt. Wenn ich mal gut spiele. Aber Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, habe ich heute in meinem Hörbuch gehört. Was für ein Hörbuch? Jomuns Reise ins Zauberland, oder? Nein. Wie heißt es? Ach shit, ist ausgeblendet. Jetzt beim dritten Teil. Robin die Rückkehr. Natürlich! Robin Aidmore, Tosis Parlance. Das hätten wir in München. There is a push at Sarok's base with the Roaches. I hope you recognize this. Das hätten wir in München auch gerne, Robin die Rückkehr. Nee, also Robin, nicht Robin. Solange ihr mal Dreves die Rückkehr habt, ist ja alles gut. There are some Liberators on the way to my main base. And I cannot build this. Why can I build this? There is a Mitspieler who needs a new mouse. I have one stalker who tries to kill this. One is down, the other one lives. That's not that good. There is the Liberator. Das Lied aus der Super Perforator Werbung. Some people call it the Chopper. Warum greift mein Stalker einfach das Gas angegriffen, anstatt den Liberator zu töten? Lass mal pushen. Das nennt man Effizienz, ne? Ach, Effizienz. Flatulenz ist auch immer sehr schön. Wir sollten nicht so geklumpt da stehen. Doch! Vor allem nicht, wenn hier ein alles sieht. Wir werden angegriffen. Renn da mal hin, wo wir angegriffen werden, Sarok. Alles klar. Ich kann ja fahren. Nee, das ist verboten. Da musst du aber das andere tun, ne? Ja, ich guck mal hier, was so geht. So, du kannst jetzt dann von der Seite, lass das mal so quasi einrahmen. Die Armee. Ja, aber der ist doch hier unten irgendwo. Oder vielleicht auch. Ja, komm jetzt von da nach oben wieder. Okay. Mal klären wir die. Da ist er! Ich hab ihn gefunden! Ich bin gleich da! Jetzt kommen sie von hinten, Monsieur Rock. Storm! Ja moin! So, das waren die billigsten Einheiten, die er hatte. Ja, aber wenn jetzt mein Warp Prisma auch mal auslädt, dann geht das schon. Storm! Warum stormt er nicht? Hallo? Ich hab eigentlich auch Storm. Da! Storm! Ich kann eigentlich auch mal die Tanks siegen jetzt hier. Ja, und mit deinen Ghosts was machen. Weil für Tank-Move sind die ein bisschen zu teuer. Ich hätte vielleicht nicht das Storm, sondern oh, du willst, ne? Los, Nuke! Bam, Junge! Ich habe getrifft!
Getroffen! Getrifft. Ich weiß, wie die Folge heißt, wenn ich dran denke, was ich nicht tun werde, weil das viel zu spät ist. Das war die erste gute Nuke, die ich je. War aber auch ein bisschen eine Glücksnuke. Er hat getrifft, das war eine Glückssituation. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Oh, das ist die falsche Endcard. Ja, gut, weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier, oh, rechts, du nimmst den falschen Unrechtsaspekt von mir. Und damit einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.